Die weiße Rüstung ist das Minimum, was man anziehen sollte in The Cycle Frontier. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, nicht auch die grüne direkt anzuziehen. Man kann sie von Anfang an nutzen, denn die Materialien sind sehr, sehr gut zu bekommen von Anfang an. Sie ist nicht besonders teuer und man kann sie frühzeitig craften und hat damit einen riesen Vorteil. Also meine Empfehlung, von Anfang an craften, vielleicht sogar direkt in der ersten Runde die Materialien suchen, wenn ihr neu seid, und die grüne Rüstung farmen. Und eigentlich sollte sie auch in einfachen Runden bei euch so eine Art Standard-Equipment sein. Das ist das Ding to go. Wenn man sich die Rüstungstabelle anschaut, dann sieht man, dass man immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, den höchsten Mehrwert sozusagen bei der grünen Rüstung hat und sozusagen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch bei der blauen hat und ab lila und rot das Ganze immer weiter nachlässt. Die Tabelle verlinke ich euch unten, wenn ihr euch den Guide anschaut, da ist auch alles verlinkt an Sachen, an Maps und Tabellen und so weiter, alles was ihr braucht, Items-Listen, was man braucht für die Quest und so weiter. Aber hier in der Liste möchte ich euch etwas zeigen als eindrückliches Beispiel. Schaut euch mal hier zum Beispiel die C32 an. Die C32 macht 57 Schaden auf eine weiße Rüstung. Das heißt, auf einen Brusttreffer reichen 2 Treffer, um einen Gegner zu töten. Sobald ihr aber eine grüne Rüstung anhabt, macht ihr nur noch 49 Schaden. Das heißt, ab einer grünen Rüstung braucht die C32 3 Treffer. Ihr seid also nicht mehr 2-Shot, sondern 3-Shot. Und egal, welche Rüstung ihr danach nehmt, ob blau, lila oder rot, ihr bleibt 3-Shot. Ein Beispiel, natürlich kann man das nicht auf alle Waffen zurückführen, aber es ist so ein eindrückliches Beispiel, wie gut die grüne Rüstung sein kann, wie wertvoll sie ist und wie viel es bringt, eine grüne Rüstung im Spiel zu tragen. Die grüne Rüstung kostet 2000 Mark, 2 polymetallische Fertigkeile braucht ihr und 5-mal das Rückgrat. Das Rückgrat ist das, was ihr von den Striders oder auf Deutsch von den Schreitern bekommt. Jeder Schreiter hinterlässt immer ein Rückgrat. Das heißt, wenn ihr denkt, oh, der hat nichts fallen gelassen, nochmal genau hinschauen. Ein Rückgrat liegt immer da, pro Schreiter. Das sind die einfachen kleinen roten Viecher. Ein Schreiter, ein Rückgrat. Davon braucht ihr 5. Und das polymetallische Fertigteil, davon braucht ihr 2. Auf der ersten Map in den Laboren zu finden, da würde ich hingehen. Da könnt ihr massig einsammeln. Von dem Material solltet ihr sehr viel bekommen. Hier mal ein Beispiel, wie wir im Schutzstofflabor sind, im kleineren Labor unterwegs sind. Ich würde das sogar empfehlen, es ist zwar ein bisschen mehr Durchgangsverkehr hier, aber es ist wesentlich sicherer als im Wasserfalllabor. Also rechte Seite im Osten, der mittlere Bereich, da findet ihr das Schutzstofflabor. Und hier ist es wichtig, dass ihr alles lootet, auch wenn bereits gelootet wurde. Gerade das polymetallische Fertigteil liegt immer wieder herum, obwohl alles gelootet wurde. Achtet dabei, dass es loose loot ist, also dass es auf Kisten liegt, auf Tischen, auf dem Boden. Guckt euch das genau an, die Spawnpunkte sind immer dieselben. Das heißt, wenn ihr einmal einen Spawnpunkt entdeckt habt, merkt ihn euch, ihr werdet immer wieder an dieser Stelle was finden können. Die sind immer fix und nicht komplett random. Und im zweiten Stockwerk oben ebenfalls auf jede Kiste gucken. Und ein kleiner Trick hier, wenn ihr rechts an den Rand geht, guckt hier runter, wenn ihr unten noch nicht geschaut habt. Auch da könnt ihr von oben aus die Kisten abchecken. Der grüne Helm kostet 1700 Mark. Man braucht 2 gehärtete Metalle. Und wieder 5-mal das Rückgrat. 5-mal das Rückgrat, wieder von den Schreitern. Jeder Schreiter lässt mindestens ein Rückgrat oder lässt ein Rückgrat fallen. Das gehärtete Metall findet ihr praktisch überall. Also das solltet ihr bereits in Massen gefunden haben. Es lohnt sich hier also auch durchaus mal 2 Stapel davon zu horten, damit ihr genug Sachen craften könnt. Also 2 gehärtete Metalle und 5 Rückgrat für den grünen Helm. Wenn ihr speziell danach auf der Suche seid, dann geht in den Wissenschaftscampus. Da finde ich es besonders leicht, die Sachen zu finden. Guckt in diesen Industriekisten nach, aber auch Loose Loot, überall liegt es rum. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn ihr in eine Kiste schaut, guckt rein, auch wenn sie schon gelootet wurde. Denn oft wird gerade dieses Zeug da drin gelassen, ohne gelootet zu werden. Leute, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich bin raus an dieser Stelle. Ein etwas anderer Guide an dieser Stelle, so ein bisschen basic. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen, bleibt gesund und sauber. Hasta luego und hasta la vista.